jetzt nicht weiterführen, weil ich kann ja nicht arbeiten. Oder ich habe keine Arbeit, wo ich das machen kann. Und auch von innen und so sieht das auch sehr geil aus mit den Steuerknüppeln und alles. Mit den Sitzen und so. Achso, wegen der Motorhaube fragt ihr euch auch, geht die eigentlich auf? Ja, die geht auf. Ne, also geht alles. Mit Motor drin und so. Ist schon richtig geil geworden. Sieht auch richtig geil aus. Ne, also. Vor allem die Auspuffrohren sind auch richtig dick und so. Wie mein Schwanz. Das vergesst ihr mal lieber. Aber gerade die Löcher in den Auspuffrohren, das war auch echt schwer, das so hinzukriegen. Weil die auszuhöhlen, die brechen ja echt schwer. Ist ja Holz und alles. Und wenn das zu dünn wird, dann bricht es halt. Kotflügelverbreiterung kennt man, sieht man ja auch hier gerade. Die Felgen hier oben, alles. Ja, also die Radkästen einfach. Hier so Lufteinlässe hier auch dran. Habe ich mir echt Mühe gegeben mit. Und ja, Dachspoiler sowieso hier, hier oben. Motorhaube-Spoiler ja auch. Sieht man ja hier auch so. Geht sogar durch. Kann man ja hier sehen gerade. Geht das ja durch. Und habe ich schon gut hingekriegt. Bin ich stolz drauf. Vor allem der Heckspoiler, der sieht auch sehr geil aus. Also kann man nicht meckern. So, jetzt muss es aber weitergehen jetzt hier. Meine Fresse. Achso, das andere wollte ich auch noch zeigen. Warte mal. Muss es kaum aus dem Regal holen, weil ich habe die alle im Regal ausgestellt quasi. Oh, mein Arsch! Sorry. ja, das ist halt der Rammstein-Transporter. Da haben sie die eine... Das eine Teil haben sie weggebrochen. Wo sie... da, wo sie es halt rausgeräumt haben, alles, was noch in der Wohnung war. Mein gut, das war auch das Einzige, was noch in der Wohnung war. Habe ich vergessen gehabt. Also fast das Einzige, was ich angemalt habe. Das ist ja auch alles aus Holz. Sieht man ja drin schon. Und das ist halt der Rammstein-Shop. So ein Transporter halt. Hier gehen die Türen auch hinten auf. Ne, also kann man auch schon reingucken und alles. Komm rein, Transporter. Na, ich geh mal rein kurz. Oh, so schön bequem. So. Ja, kann man auch schön auch zumachen, so dass es auch zu bleibt. Warte mal. So. So bleibt das auch zu. Ja, natürlich. Jetzt bleibt's. Ne, bleibt zu. Und ja. Kann man so machen einfach. Hinten mit Rammstein-Logo und alles. Finde ich sehr schön. So. Das muss aber reichen jetzt hier. Meine Fresse. Sonst wird das ja hier ein Vorzeige-Let's Play. Das kann ja wohl nicht sein hier. So. Aber finde ich alles sehr schön, was ich... Ich muss auch sagen, da steckt auch echt eine Menge Arbeit drin. Für den VW Golf 2 habe ich auch eine Woche gebraucht, mindestens. Da habe ich auch sehr viel Arbeit reingesteckt, einfach. Gerade weil ich ihn zu Hause gebaut habe. Und trotzdem noch gearbeitet habe. Währenddessen muss man ja auch mal dazu auch noch sagen. Man ist ja manchmal auch trotzdem
auch fertig, wenn man von der Arbeit kommt. Und ich mag das einfach. Ich mag gerne mit Holz arbeiten. Das sieht man ja eigentlich auch. Sonst, ich habe da so eine kleine Leidenschaft drin, so wie ein Let's Play machen einfach. Ich mag das halt gerne und ich freue mich immer, wenn ich dann mit Holz arbeiten kann und ganz ehrlich, wenn ich die Chance hätte, irgendwo Autos zu bauen, dann würde ich das auch machen. Ich habe auch sogar mal ein Auto gebaut, was ich verkauft habe. Ich habe das schon bei eBay Kleinanzeigen habe ich angeboten. Da habe ich noch die Autos von zu Hause aus gebaut, so wie den Golf 2. Das war ja nicht das einzige Auto, was ich zu Hause gebaut habe. Weil ich habe mir gesagt, Mensch, kannst du nicht mal ein Auto verkaufen? Also ich habe mir gedacht, Mensch, kannst du vielleicht nicht mal ein Auto für andere bauen? Habe ich auch gemacht. Da habe ich so bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige aufgeschaltet, wo es hieß, ja, guckt euch die Autos an. Ich kann auch Autos von Marken bauen, nachbauen. VW, Mercedes, etc. Und ja, da hat sich auch jemand gemeldet. Hab mit ihm dann geschrieben. Er hat dann gefragt, wie lange das so dauern kann. Er hat gesagt, kann eine Woche dauern. Und so. So, dann habe ich, hat er gesagt, ja, dann mach das doch mal fertig, wäre super. Dann habe ich das Auto dann auch gebaut gehabt. Also der hat mir ein VW T3. Ja, wer es nicht weiß, googelt mal VW T3. Der hat mir das in Auftrag gegeben, quasi. Und habe ich dann auch gemacht. Und das Auto ist echt sehr gut geworden. Auch von Details her sehr schön. Vorne ist auch das VW-Zeichen drauf und alles. Wenn ich Bilder noch finde, dann kann ich die in diesem Part mit einfügen. Und zwar gleich. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Weil es schon echt lange her. Ich glaube, 3-4 Jahre oder so. Aber es hat mich echt gefreut, dass sich jemand über meine Autos freut, dass jemand auch einen Anspruch nimmt, dass ich für ihn selber ein Auto baue. Weil das war auch ein VW-Freund, der ja so ein VW T3 und so Freund, also die ganzen T-Dinger, T1, T2, T3 und so, kennt man ja. Und für so einen habe ich das halt gemacht und er wollte eigentlich auch Freunden sagen, Mensch, das macht er gut und so, kannst dich ja da auch mal melden. Hat sich bisher aber noch keiner gemacht, noch keiner Bescheid gesagt. Na gut, jetzt würde ich das auch nicht mehr machen, weil ich muss dazu sagen, jeder, der mit Holzarbeit zu tun hat, der wird mir recht geben, wenn ich sage, in der Wohnung mit Holz arbeiten. Ich meine, Sägespäne und so, das kann man ja alles schön wegfegen. Aber Schleifstaub ist das Schlimmste. Ganz ehrlich. Gerade wenn man recht, ich habe das ja alles in der Wohnstube gemacht, weil ich ja nur eine Einraumwohnung hatte. Und Alter, der Schleifstaub. Das ist unfassbar, wie staubig das manchmal ist. Das ist unfassbar. Und deswegen mache ich das auch nicht mehr. Ich würde das gerne im Keller machen, aber
Da bräuchte ich Strom für Akkuschrauber, vielleicht noch eine Bohrmaschine. Ne, also. Und so ein Stromgenerator, mit der auf Benzin läuft, der ist ja auch so ein bisschen laut. Und in der Mietwohnung im Keller, ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Ne, also, sonst würde ich das echt gerne wieder machen, auf jeden Fall. Aber ja, ich habe da leider keine Chance zu. Ich hatte auch eine von der Viro. Also, ja, ihr wisst ja nicht, was Viro ist. Viro ist halt die Wohnungsgenossenschaft, die mir die Wohnung vermietet haben. Die eine Sozialarbeiterin von der Viro hat schon gesagt, Mensch, du kannst so geile so schöne Autos bauen und so. Und die wollten mir schon den Bus abkaufen. Aber ich habe gesagt, nee, das ist ein Einzelstück. Das ist das beste Auto, was ich hier gebaut habe. Das verkaufe ich nicht. Hast du gesagt, ja, schade, Mensch, du kannst das so gut. Das muss doch gefördert werden und alles und so. Ja, die wollten mal in der Töchterei noch eine Arbeit vermitteln, dass ich die Autos da halt auch bauen kann. Und auch in gewissermaßen auch verkaufen kann. Das hat sich aber bis heute noch nicht gemeldet. Ich weiß nicht warum. Weil das gleiche wie bei ja, wie bei Kommentaren, weißt du? Die sagen, ja, kriegst ein Abo und so, mir gefallen deine Videos und so, weißt du? Das ist genauso, weißt du, da die sagen und machen es aber nicht. Das ist sowas. Ich verstehe sowas nicht. Da kann man echt rumphilosophieren bis zum geht nicht mehr einfach. Ich verstehe sowas nicht. Das wäre echt zu viel, sowas. Oh, ich hab schon wieder Schluck auf. Warte mal, ich muss immer 10 Sekunden Luft anhalten. Eben war wieder der Lippenkneist unterwegs. Ja. Wow. Das sah geil aus. Aber ich verstehe sowas nicht. Also ich meine, ich habe eine Tischlerlehre hinter mir. Ich habe eine Ausbildung hinter mir. Ich Berufsschule. Habe ich alles gehabt. Na, also. Und merkt euch eins fürs Leben. Heutzutage ohne Berufsausbildung oder ohne mäßig guten Schulabschluss habt ihr keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Ganz ehrlich nicht. Da bin ich schon froh, dass ich mich in der Schule angestrengt habe. Auch wenn ich Schule mehr oder weniger nicht gemocht habe, aber da geht's ja mehreren so, die ja die Schule nicht gemocht haben und ja, mit einem Mitschüler von mir, wo wir das hatten, wo wir den letzten Schultag gefeiert haben und so, wegen Abschluss und so alles. Da hatten wir uns ja irgendwo im Kino verabredet oder so. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht Kino geguckt oder so, da hatten wir so einen Raum gehabt. Und da haben die Lehrer und so und die Schulleiter und alles, haben die ganzen Schüler verabschiedet und alles. Und als das zu Ende war, bin ich mit einem guten Kumpel, also mit einem richtig guten Kumpel,
Also einen richtig guten Klassenkamerad, Kumpel quasi. Bin ich denn... Level beendet. Weil wir waren ja noch... Also wir waren ja noch minderjährig. Und da bin ich denn mit einem guten... Ja, da bin ich denn zum Fidschi gegangen, wo ich weiß, da kriege ich auch Bier. Da waren wir, glaube ich, 15 oder... Wir 15 oder 14, ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall sind wir denn zum Fidschi gegangen, haben uns ein paar Bier besorgt. Und dann haben wir erstmal auf dem Schulabschluss erstmal richtig schön eingebechert. Dass die Schule endlich vorbei ist. Und ja, da hat man sich auch gefreut, ne? Dass die Schule vorbei war. Die Lehrer haben zwar gesagt, ja, du wirst die Schule noch vermissen und so und ja. Ne? Aber haben sie falsch gelegen. Ich vermisse zwar die Lehrer auch teilweise, weil wir hatten echt gute Lehrer gehabt. Die waren auch teilweise lustig. Die haben auch Spaß gemacht und so. Waren dann echt auch sympathisch. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Klasse ist oder war. In unserer Klasse war das so, wir waren so eine Familie quasi. Und wir haben echt zusammengehalten. Na gut, Raufereien gab es ja immer, das gibt es ja immer in Schulklassen und so. Das gibt es ja immer. Aber im Grunde haben wir alle zusammengehalten. Und das war echt was Besonderes. Weil, ja, manche Schulklassen da... Ja, es ist... Ich weiß nicht, wie das bei anderen Schulklassen ist, aber wir haben wie eine Familie... Wir haben wie eine kleine Familie haben wir zusammengehalten. Und sind quasi alle, fast alle durch dick und dünn gegangen. Und, war echt cool. Vor allem, wir hatten auch keine Schüler, die nachträglich dazugekommen sind. Na gut, später kam noch ein Russe dazu, der hat mich ja... Der hat mich nachher so aufgeregt, Alter. Das sind halt Russen halt, ne, da... Wenn die einen mobben, Alter, ganz ehrlich. Jetzt kann ich das endlich machen. Vor allen Dingen habe ich das noch nie gewusst. Wie sieht das eigentlich aus, wenn man drei Würfel hat, wenn man zwei kombinieren kann? Das werde ich gleich mal machen. Und zwar jetzt. Wow. So sieht das aus, wenn man zwei Superwürfe miteinander kombiniert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber eigentlich ja nicht, wenn das da das Achievement nicht gab. Was ich ein bisschen schade finde einfach. Aber... Ja, ich weiß nicht. Ich habe meine Schulzeit auch sehr gemocht, ganz ehrlich. Also, da wurde auch in der Schulklasse wurde auch kaum gehänselt, ganz ehrlich. Also von Mobbing bin ich in der Schule verschont geblieben. Das hat erst ein bisschen in der Berufsschule angefangen, weil da auch fremde Leute war, weil da auch fremde Mitschüler waren und alles. Aber ganz ehrlich, da wurden paar Mitschüler mehr gemobbt als ich selber. Wo ich auch teilweise froh darüber bin. Aber Mobbing ist scheiße. Das muss man echt so sagen einfach. Und Gutachter! Yay! Platin-Sprengmeister-Abzeichen für das Zerstörung von 60 Steinen.
Vernichterabzeichen für das Kombinieren zweier Superwürfel. Siehst du? Siehst du, dann haben wir doch schon fast alle... ja, fast alle Medaillen. Am liebsten würde ich das Ding hier oben hinziehen, weißt du, dann kriegst du einen Superwürfel einfach. Also das Ding hier oben hinziehen, dann hast du eine Reihe. Dann krieg ich einen Superwürfel. Naja, gut. Weil ich bin noch im Spiel drin. Na gut. Aber ich hatte echt eine gute Schulzeit. Da kann man auch echt froh drüber sein, wenn man eine gute Schulzeit hatte. Weil das geht ja nicht jedem so. Und die Leute, die oder die Kinder oder Jugendlichen, die ja in ihrer Schulzeit gemobbt wurden, die tun mir auch leid, ganz ehrlich. Weil nichts ist schlimmer als gemobbt zu werden, ganz ehrlich. Das muss auch nicht sein, sowas. Aber gerade durch sowas entstehen Amokläufe. Das sind nicht die Spiele, nein. Das sind ganz andere Faktoren, die jemanden zum Amokläufer machen. Eine Familie, die Waffen bei sich gelagert haben, wo man sich als Familienteil denkt, ja, der hat eine gute... Der ist gut in der Schule, dies und das und jenes. Und dabei wissen die gar nicht, wie der gemobbt wird in der Schule. Und, ja, dann zeigt der Vater, wie man schießt und so alles. Nimmt die vielleicht einen Schützenverein mit oder so. Weil die meisten Schützenvereine, die lagern ihre Waffen ja nicht bei sich. Also, weil wegen Überfällen und so. Wenn jetzt zum Beispiel ein Schützenverein überfallen wird, zum Beispiel über Nacht oder so, die können die ganzen Waffen klauen. Und das wollen die Vereine halt vorbeugen, indem sie ja den Leuten, die beim Schützenverein sind, die Waffen halt mitgeben, damit sie die dass sie die Waffen halt bei sich lagern. Aber manche sperren die nicht im Safe oder so, die machen die irgendwo in der Schublade oder verstecken die irgendwo. Aber die Jugendlichen oder Kinder, die suchen danach. Wenn die gemobbt werden und denen das reicht. Weißt du?